zusammen und schön, dass ihr wieder bei einer Buchbesprechung dabei seid. Heute habe ich ein Buch für euch, was mich zur Verzweiflung gebracht hat. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das Ganze bewerten soll, weil ich war einfach nur maßlos enttäuscht von dieser Geschichte. Es geht um Die Renegades von Marissa Meyer und dieses Buch verfolgt mich einfach schon ewig. Also ich lese, glaube ich, schon 4 Monate an diesem Buch. Ich habe das echt vor ewigen Zeiten angefangen und habe es immer wieder weggelegt. Und immer wieder dachte mir, komm, ich lese es noch zu Ende. Es bringt alles nichts, aber ich habe mich wirklich durch die Seiten durchgequält. Erstmal zum Inhalt. Ich habe mir den Klappentext damals durchgelesen und hier steht ehrlich gesagt auch nicht viel drauf. Hier steht nur, sie haben geheime Identitäten und außergewöhnliche Kräfte. Sie will Rache, er will Gerechtigkeit. Beide können alles gewinnen oder alles verlieren. Und sie dürfen sich niemals ineinander verlieben. Nova und Adrian. Renegades, der neue New York Times Bestseller aus der Autorin der Luna-Chroniken. Ich muss dazu sagen, ich habe die Luna-Chroniken damals nicht gelesen, sondern gehört als Hörbuch. Und mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Vielleicht wäre es was anderes, wenn man das hier als Hörbuch angehört hat. Ich muss sagen, ich habe damals geguckt, ob es das als Hörbuch gibt. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Also ich vermute mal, dass es noch nicht vertont worden ist. Was ich sehr schade finde, weil vielleicht wäre ich dann besser in die Geschichte reingekommen. Auf jeden Fall kann man sich hier hinten noch nicht wirklich viel drunter vorstellen. Es geht darum, dass Nova ganz zu Anfang mit ansehen muss, wie ihre Familie auf bestialische Weise umgebracht wird. Das erfahren wir schon gleich alles ganz am Anfang. Es ist total tragisch. Und sie wird dann sozusagen von ihrem Onkel Ace, dem Anführer der Anarchisten, gerettet. Und schwört sich dann ab diesem Tag Rache an den Renegades, die eigentlich versprochen hatten, ihre Familie zu beschützen, aber sich nie an ihr Versprechen gehalten haben. Auf jeden Fall stößt Nova dann zu diesen Anarchisten und schwört sich eben Rache und wird dann eben auch von Ace ausgebildet zum Nachtma. Also sie ist Nachtma, der eine böse Superheldin mit Kräften. Sie kann Menschen dazu bringen, mit ihrer Berührung einzuschlafen und die dadurch dann unschädlich zu machen. Und sie selber kann aber nicht schlafen und das schon seit dem tragischen Unfall eben, als ihre Eltern ums Leben gekommen sind. Und ja, wir steigen eigentlich schon ziemlich zu Anfang in die Geschichte ein, in dem Nova eben ein Attentat auf den Anführer der Renegades versucht zu begehen und daran aber kläglich scheitert. Und daraufhin versuchen eben die Anarchisten, sie bei diesen, also bei diesen Renegades einzuschleusen. Und sie muss halt in so eine, ja, Anmeldungsprüfung, also sie muss so eine Prüfung bestehen und soll da dann eben zu den Renegades stoßen und mit denen dann zusammen kämpfen und dort dann eben ihre Rache planen. Ja, so viel zum Inhalt. Ich fand einfach mit diesen 630 Seiten, 640 Seiten hat das Buch, war mir das einfach alles viel zu lang. Wir haben so viele verschiedene Superhelden mit verschiedenen Kräften. Ich habe mir da am Anfang wahnsinnig schwer getan, da überhaupt durchzusteigen, wer wer ist und wer welche Kräfte hat. Und wir haben hier wahnsinnig viele Wiederholungen, was jetzt genau mit Nova passiert ist und mit ihren Eltern und wie tragisch das doch alles ist. Und mich hat das einfach total gelangweilt. Also ich, mir war das alles egal, was da passiert ist in dem Buch. Ich konnte nicht mit Nova mitfühlen. Ich konnte, am Anfang, der Einstieg war echt noch spannend. Dann dachte ich mir, wow. Und dann wurde alles immer wieder wiederholt, durchgekaut, wiederholt. Und ich dachte mir, boah, wenn das jetzt so weitergeht, das ist einfach nicht meins. Und ich liebe Superheldenfilme, ich liebe Marvel-Filme und das Ganze geht ja so ein bisschen in die Richtung. Mich konnte es absolut nicht packen. Ich bin überhaupt nicht in die Geschichte reingekommen. Ich fand auch die Liebesgeschichte zu Adrian und Nova irgendwie total langweilig. Mich konnte das überhaupt nicht packen. Und auch so, die ganzen Entwicklungen,
ich weiß nicht, und dann gibt es ja wahrscheinlich, so wie das Ganze geendet hat, auch noch einen zweiten Teil, den ich mir definitiv nicht holen werde, weil es einfach gähnend war. Also ich kann es nicht anders sagen, ich fand es sterbenslangweilig. Und es haben ja wirklich so viele drüber geschwärmt, über das Buch, was ich absolut schade fand. Die Buchgestaltung hat mir auch sehr gut gefallen. Das, was ich ja toll fand, dass das eben vom Englischen übernommen worden ist. Also das englische Cover sieht ja genauso aus, was ich wirklich cool finde. Aber ansonsten, also das war ein Hin und Her mit den beiden Charakteren. Ja, und auch so, ich möchte gar nicht zu viel erzählen, weil sonst bleibt euch da vermutlich gar nichts mehr von der Geschichte. Also mir erging es so, dass ich absolut keinen Spaß hatte am Lesen. Vielen von euch da draußen hat es ja wirklich wahnsinnig gut gefallen. Das mag auch vielleicht sein, an der einen oder anderen Stelle wurde es dann, fand ich, auch wieder spannender. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich so drüber nachdenke, es gab immer andere Bücher, die mich mehr interessiert haben, mich mehr gepackt hatten, wie jetzt dieses hier. Und was ich wirklich schade fand, weil ich hatte mich so auf die Geschichte gefreut. Und der Schreibstil von Marissa ist ja wirklich sehr flüssig zu lesen. Aber der Inhalt, der konnte mich so gar nicht catchen. Also ich vermute einfach, dass es eben an diesem Superheldenzeug lag. Vermutlich mag ich sowas lieber gucken wie lesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch so, Nova wird ja eigentlich also dargestellt wie so die Rächerin, die dann ja sozusagen zu den Bösen gehört. Und die Renegades sollen ja so gesehen die Guten sein, aber viele Entscheidungen, die die Renegades eben treffen, werden hier ja angezweifelt. Und ja, es entsteht halt eben hier ein Krieg zwischen Gut und Böse. Und mich hat es so total kalt gelassen irgendwie. Also ich weiß nicht. Also ich fand es nicht gut. Leider. Wir hatten hier am Anfang auch eine Eingliederung von den verschiedenen Superhelden mit ihren verschiedenen Kräften, was mir ganz gut gefallen hat, dass man da nochmal nachschlagen konnte. Aber irgendwie fand ich das Drumherum, also es wurde halt alles immer wieder durchgekaut und von der Story, bis dann erstmal dieser Spannungsbogen aufkam, war die Spannung schon wieder vorbei und man hat eigentlich nur quasi erfahren, wie Nova sich an den Renegades rächen möchte und was sie vorhat, dass sie sich Rache schwört und ja, was sie über die Renegades denkt. Und also irgendwie hat mich das total gelangweilt und ich konnte absolut nicht mit ihr mitfiebern. Also mich wundert es wirklich, dass ich dieses Buch durchgehalten habe. Ich war wirklich kurz davor, das abzubrechen und ich habe mich so gefreut, als ich das dann fertig hatte und ja, mit was anderem weitermachen konnte. Leider finde ich wirklich schade, aber ja, ich weiß nicht, es war immer so lustig, ich dachte mir so, jetzt breche ich es dann echt ab und dann hatte ich aber nochmal 50 Seiten gelesen und nochmal 50 Seiten und dann dachte ich mir, nee, komm, das schaffe ich jetzt auch noch. Ich habe das Buch jetzt schon so lange hier liegen und ja, aber letztendlich, als ich das Buch dann zugeklappt habe, dachte ich mir, okay, großartig viel habe ich jetzt nicht verpasst. So hatte ich das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie es euch ergangen ist. Fandet ihr das Buch total spannend? Und was hat euch besonders gut gefallen oder eher weniger? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dass wir uns da so ein bisschen austauschen können. Was ihr denn zu dem Ganzen meint? Und wie ihr auch das Inhaltliche fandet. Da bin ich mal sehr gespannt, was da eure Meinungen dazu sind. Und ansonsten würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ich habe hier eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel hinzuzufügen. Nur, dass es halt wirklich wieder krass ist, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, wie viele verschiedene Meinungen es doch zu verschiedenen Büchern gibt. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz oft der Fall, dass man manchmal irgendwie Situationen hat, beziehungsweise der Geschmack sich auch ganz oft verändert
und dadurch dann eine Geschichte für einen eher interessanter wird oder eher dann im Gegenteil. Also ich glaube, mein Geschmack hat sich schon wirklich sehr stark verändert, wobei ich Superheldenfilme echt gerne mag. Also ich bin ein absoluter DC- und Marvel-Fan und deswegen konnte ich nicht nachvollziehen, warum mir das hier nicht gefallen hat. Irgendwie komisch, aber ja, so ist es halt leider, ne? Den einen oder anderen wird es definitiv geben, der dieses Buch wahnsinnig gefeiert hat. Ich habe mir auch viele andere Rezensionen angeguckt und da waren so viele positive Meinungen und Stimmen. Also ich denke, lasst euch auf jeden Fall nicht von meiner Meinung abschrecken. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch einen schönen, lesereichen Tag. Bis dann. Tschüss.